Seit 1939 wurde dieses Pariser Apartment nicht mehr betreten. Wie es sich herausstellte, gehörte diese 140 Quadratmeter Wohnung Marthe de Florian. Nach 70 Jahren wurde dann diese Wohnung das erste Mal wieder geöffnet und der Inhalt wird vor allem Kunstliebhaber erstaunen. Welche Schätze sich dort versteckt haben, werden wir heute herausfinden. Marthe de Florian verstarb im Jahre 1939 und ihre Enkelin Solange Beaugiron erbte die Wohnung. Die Enkelin verschloss die Wohnung 1942 und flüchtete im Alter von 23 Jahren vor den Nazis in den Süden Frankreichs. Sie kehrte nie zurück, aber zahlte weiterhin alle laufenden Kosten der Wohnung. Jedoch sprach sie auch nie davon und die Wohnung entwickelte sich zur Zeitkapsel. Nach dem Tod der Enkelin öffnete der beauftragte Auktionator der Erben die verschlossene Wohnung das allererste Mal. Der Auktionator Oliver Chopin-Genvry berichtete, dass diese Wohnung einen ins 19. Jahrhundert zurückversetzt. Die verlassene Wohnung bewahrt das Ambiente einer vergangenen Epoche und dicke Schichtenstaub bedeckten bisher unbekannte Gegenstände und Kunstwerke. Neben einer Mickey-Maus, einem ausgestopften Tier und einer Schminkkommode waren die Kunstexperten vor allem von einem ganz besonderen Gemälde begeistert. Darauf konnte man eine Frau in einem roséfarbenen Abendkleid erkennen. In der Wohnung wurden jedoch auch gebündelte Liebesbriefe gefunden, aus denen man entnehmen konnte, dass es der bekannte italienische Künstler Giovanni Boldini war, der das Bild gemalt hat, und Marthe de Florian, die das Abendkleid trug. Nach weiteren Recherchen stellte sich heraus, dass das Bild 1898 entstanden sein soll und Marthe damals 24 Jahre alt gewesen ist. Andere Briefe legen offen, dass sie nicht nur Boldinis Muse, sondern auch seine Geliebte war. Sie soll des Weiteren Verhältnisse mit mehreren französischen Premierministern und zwei französischen Präsidenten gehabt haben. Marthe führte scheinbar Beziehungen mit wohlhabenden Männern, um sich ein luxuriöses Leben ermöglichen zu können. Das berüchtigte und unbekannte Bild wurde aber inzwischen für 2,1 Millionen Euro an einen Kunstliebhaber verkauft. Das war's auch schon. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, ob ihr schon mal längst verschollene Gegenstände wiedergefunden habt. Mich würde mal interessieren, was es so alles bei anderen Menschen hinter verschlossenen Türen zu finden gab. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen. Falls ihr Lust habt, könnt ihr euch noch gerne ein weiteres Video von mir anschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.